Tierbabys für den Wahlkampf, das käme ihm ganz sicher nie in den Sinn. Heinz Buschkowski, Reizfigur und Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, zeigt gerne klare Kante. Erst recht jetzt im Wahlkampf, wo er als Frontmann der SPD in Neukölln kandidiert. Eine seltsame Aktivistengruppe aus dem linken Spektrum hat jetzt die sogenannte Buschkowski-Jugend gegründet, die mit Polit-Satire den SPD-Mann angeht. Aber warum das alles unter Pseudonym? Wer steckt dahinter? André Katschall hat eine interessante Spur entdeckt. Vergangenen Sonntag in Berlin-Neukölln. Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski gut gelaunt auf dem Weg zu einem PR-Termin. Der Ort ein Bio-Großhändler im Ortsteil Britz. Ökobrote packen, die dann an Schulkinder verteilt werden. Buschkowski macht mit am prominenten Tisch. Doch kaum hat der Bürgermeister die ersten Stullen in die Hand genommen, wird er von merkwürdigen Gestalten auf die Bühne gebeten. Die beschenken Buschkowski mit deutschen Kartoffeln. Eine Anspielung auf das Phänomen, dass deutsche Kinder laut Buschkowski auf dem Schulhof oft als Kartoffel beschimpft werden. Wir freuen uns, wenn Sie in jede dieser Brotdosen auch mal eine Kartoffel tun heute, ja? Buschkowski! In jede Brotdose eine Kartoffel, so die Forderung der selbsternannten Buschkowski-Jugend. Buschkowski! Politaktionismus zwischen Anarcho-Humor und Dada. Buschkowski nimmt's locker. Ich staune, dass die Piraten sich zu meiner Anhängerschaft hinzugesellt haben. Aber niemand will halt einsam sein, nicht wahr? Und von daher herzlich willkommen. Der Bürgermeister lässt sich von den vermeintlichen Piraten nicht aus der Ruhe bringen. Doch als wir ein Interview mit dem Sprecher der Gruppe führen wollen, unterbricht uns der Chef des Ökohandels und setzt die Buschkowski-Jugend vor die Tür. Deren Sprecher gibt uns dann ein Interview, allerdings nur unter Pseudonym. Er nennt sich Hans-Peter Genschlick. Da drin vermuteten die Leute, dass sie zur Piratenpartei gehören. Gehören Sie denn zur Piratenpartei? Mit der Piratenpartei haben wir nichts zu tun. Wir sind eine Bewegung und wir wollen Heinz Buschkowski unterstützen und das ist unser Ziel. Mit anderen Parteien haben wir nichts zu tun. Mit anderen Parteien nichts zu tun? Wirklich? Auch auf der Homepage der Buschkowski-Jugend bleibt unklar, wer dahinter steckt. Die Seite? Eine wilde Sammlung von nicht ganz ernst gemeinten Forderungen und deftigen Buschkowski-Zitaten. Die sind allerdings echt. So wird beispielsweise aus dem berühmten Multikulti ist gescheitert. Kartoffelmonokulturen sind der Weg aus der Misere. Monokulti statt Multikulti und Bio-Brotdosen zuerst für Bio-Deutsche. Was die Buschkowski-Jugend macht, ist offensichtlich Ironie. Also sie hebt einzelne Aussagen von Buschkowski hervor, sucht sie Zitate raus und versucht die zu überspitzen und daraus groteske Forderungen zu entwickeln und dadurch sichtbar zu machen, welches Gesellschaftsbild dahinter steht und was Buschkowski eigentlich mit der Politik will. Was will er denn eigentlich? Was er tut, zumindest als Erklärung für soziale Zusammenhänge, ist, er macht eine Schuldzuweisung an sozial Benachteiligte. Also das heißt, er sagt sozial Benachteiligten beispielsweise Migrationskindern oder Hartz-IV-Empfängern, dass sie selbst schuld an ihrer Lage seien. So jedenfalls die Interpretation der Buschkowski-Jugend. Anfang der Woche ging der Spuk in Neukölln weiter. In der Nacht von Montag zu Dienstag entfernten Unbekannte die Flagge der Neukölln-Arkaden, wie diese uns zugespielten Bilder zeigen. Das Gebäude wurde provisorisch umbenannt in Buschkowski-Bazar. Unsere Recherchen haben derweil ergeben, die Spur der Buschkowski-Jugend führt nach Mitte, in den Deutschen Bundestag. Im Büro der Abgeordneten Katja Kipping von der Partei Die Linke arbeitet der Sprecher der Gruppe, Hans-Peter Genschlick, hier allerdings unter seinem bürgerlichen Namen Stefan Gerbing. Guten Tag, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Sind Sie der Herr Genschlick? Ja, bin ich in der Tat. Sie sind Herr Genschlick? Ja. Althammer, mein Name, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wir haben mal eine Frage. Warum treten Sie denn eigentlich unter einem anderen Namen auf? Tatsächlich, weil mein Arbeitsplatz hier nichts mit dem zu tun hat, was ich privat mache. Also ich bin tatsächlich in keiner Partei und das, was ich hier mache, hat mit meinem Arbeitgeber nichts zu tun und ja. Weiß denn Ihr Arbeitgeber, dass Sie Nein. unter einem falschen Namen agieren? Nein, weiß ich nicht, leider. Ist das nicht eigentümlich, wenn man im Bundestag arbeitet und dann solche Aktionen gegen Mitglieder einer anderen politischen Partei fährt? Ich würde das gerne abbrechen und sozusagen mit meiner Arbeitgeberin auch nochmal drüber sprechen, weil, ja.
Weil es vielleicht problematisch ist, wenn ein Mitarbeiter einer Abgeordneten der Partei Die Linke unter Pseudonym eine skurrile Wahlkampfkampagne gegen einen SPD-Bezirksbürgermeister führt? Auf unsere Frage, wie Frau Kipping das sieht, antwortet sie uns: Mit den Aktivitäten der Buschkowski-Jugend habe ich nichts zu tun. Insofern äußere ich mich grundsätzlich nicht zu Tätigkeiten meiner Mitarbeiterinnen jenseits ihrer Erwerbsarbeit. Ob die Buschkowski-Jugend jenseits ihrer Erwerbsarbeit nun, nachdem ihr Versteckspiel aufgeflogen ist, auch mit offenem Visier weiterkämpfen wird, ist noch unklar.